jetzt noch in den Genuss unseres letzten Musikacts kommen, möchte ich noch den letzten Redner für heute anmoderieren. Last but not least, er ist Cannabis-Patient und Cannabis-Aktivist, den es vor vielen Jahren auch beruflich in die Cannabis-Branche verschlagen hat. Angefangen als Moderator und Produzent bei Exzessiv TV, hat er nun seine eigene Firma gegründet, Weed Up TV. Patrick Fürnkes. Dankeschön. Hallo, ja. Ich bin auch Cannabis-Patient, hab das Glück, einer der leider viel zu wenigen mit einer Kostenübernahme seit jetzt über 2 Jahren. Aber merke auch immer wieder im Alltag als Patient, es gibt noch viel zu große Schwierigkeiten und auch viel zu wenig Lobby für die Patienten. Deswegen auch hier ganz wichtig der Aufruf an alle, redet mit euren Ärzten, redet mit ihnen über das Thema, informiert auch eure Ärzte, helft ihnen, sich Informationen zu besorgen, sagt ihnen, wo sie sich hinwenden können, vermittelt an Patienten, an andere Ärzte, damit das Thema endlich breiter auch in der Ärzteschaft, auch in der Medizin anerkannt und vorangetragen wird. Und gerade gab es letzte Woche ein sehr, sehr richtungszeigendes Urteil von in zweiter Instanz aus Hamburg, wo ganz klar nochmal die ärztliche Hoheit gegenüber dem medizinischen Dienst der Krankenkassen gestärkt wurde und ganz klar festgelegt wurde, der Arzt, der den Patienten behandelt, hat die Entscheidung und hat zu bestimmen, welches Medikament und was seinem Patient gut tut. Und dass besonders die Krankenkassen und deren angehängter medizinischer Dienst ohne persönliche Begutachtung gar nicht in der Rechtslage sind, die Kostenübernahme für den Patienten abzulehnen. Da auch ein wichtiges Urteil. Ich hoffe, dass das auch bei vielen anderen Sozialgerichten große Wirkung zeigt und viele, viele Patienten ohne langwierige, menschenverachtende Gerichtsurteile schneller zu ihrem Recht und zu ihrer Medizin kommen, wenn die Ärzte das für den Patienten als das richtige Mittel erachten. Und auch zur aktuellen Lage noch die Versorgung der Patienten, die das Glück haben, ein Rezept von ihrem Arzt zu bekommen, ist es immer noch schwierig, deutschlandweit wirklich ausreichend die Medikamente, die Cannabisblüten, die Sorten zu bekommen, die individuell dem Patienten wirklich helfen. Es ist immer noch ein Lottospiel, jeden Monat die Hoffnung, wenigstens irgendwelche Sorten zu bekommen, die helfen. Aber es gab noch keine 3 Monate in den 2,5 Jahren mit Kostenübernahme, wo die Krankenkassen zigtausende von Euro verschwendet haben und es gab keine 3 Monate in Folge, wo ich ausreichend nach medizinischem Standard mit gleichbleibendem Medikament versorgt wurde. Das sind Punkte, dort müssen auch noch dringend Änderungen her, dort muss nachgebessert werden, sowohl die Importmengen als auch die Bereitschaft des Staates und auch vieler Apotheken, Cannabis als normales Medikament zu führen. Und dort auch der Aufruf, besonders an alle Nicht-Patienten, an alle, die aber das Leid von Patienten kennen. Redet auch ihr als Nicht-Cannabis-Patienten mit Ärzten, mit Politikern, mit Abgeordneten. Macht dort Druck als Bürger. Erklärt ihnen das Leid, das ihr bei anderen Menschen erlebt und macht es für sie fühlbar und fassbar, damit endlich auch diese Menschen begreifen, es ist ein Medikament, es geht darum, Menschen zu helfen, Menschen neue Lebensqualität zu geben und Menschen auch teilweise wirklich ein neues überhaupt erst oder ein Leben in der Gesellschaft in der Mitte zu ermöglichen. Ich sage vielen Dank und hoffe für eine Legalisierung für alle über den Weg des medizinischen Cannabis. Dankeschön.